Ach, sind wir schon wieder so weit. Into the Woods. Kommen wir zum ersten Ozium. So, für diese Level benötige ich jemanden, der schnell vorpirschen kann. Und zwar unten nehmen wir mal unser gutes altes Panzer-Dream-Team, Jake und Chess. Naja, Jake hat schon sein Ding mit drin. Die Sichtweite-Erhöhung. Kriegst du noch das hier? Was machen wir denn hier noch? Comtowers gibt es zwar auf dieser Karte, aber ich habe nicht vor, die zu besetzen. Ja, kannst den Slamguard behalten. Bei Jake. Ja, das passt eigentlich. Das passt. So, hier hingegen. Ja, Sonja passt hier. Allerdings würde ich sie hier mit noch mehr Sichtweite und mit dem hier spielen. Und Moment, statt Jay, nehmen hier, wir hier wieder Kanbei mit. Taggt einfach besser mit Sonja. Und Kanbei ist ja auch Level 4 geworden. Moment, dann können wir ihm ja noch einen vierten geben. Da war ja was. Was geben wir ihm denn noch? Irgendwas wirklich Brauchbares dabei. Nicht für dieses Level zumindest, also... Geben wir ihm noch... Ah ne, Moment. Defense ist immer besser als Offensive. Dann passt das soweit. Na dann auf in die Wälder. Das gute alte Jake-Theme. So, hier kommen wir mit Sonja. Da steht schon der erste Megatank. Ich habe dreimal Ozium gehört.
weiß, dass dort ein Speer drin steht. So, und damit die Verteidigung da oben standhält, lassen wir Kanbei daran. Ah, Schritt 1, das Ozeum ist weg. Ja, ein bisschen Glück kann man da immer brauchen. Da ist das nächste Ozeum. Ja gut, das kostet mich jetzt einen Panzer. Ich hab's verpeilt, dass in der Advance-Kampagne da gleich zwei stehen. Okay. Ach Gott.
Da hat sie auch noch eine Artillerie im Wald stehen. Wenigstens hatten sie gerade keine Tech Power. Position Nummer 2 wäre damit auch Geschichte. Da ist die Artillerie. Dann lassen wir Jake da mal wieder ran, damit er die Tech Power leaden kann. Die Tech Power vom Gegner kommt ja jetzt so oder so. Das heißt, wir machen besser nochmal so viel kaputt, wie es irgendwie geht. Bei Kampfpanzer können auch einem, wie heißen die Dinge nochmal, Megatank standhalten. Zumindest ein bisschen. Und Kanbei muss ich da jetzt fahren lassen, weil sonst wird die Stellung da oben komplett überrannt. Gut, dass die keine Tech-Synergie haben. Das sind doch 4 Oziums. Das hat er sehr geschickt eingestellt. Meine 2 Anti-Airs komplett geschrottet und dann, damit er jetzt mit seinem Copter da durchragen kann. Ja, würde zumindest funktionieren, wenn ich keinen Megatank hätte. Weil mit einem Megatank kriegt man Copter auch noch relativ gut kaputt.
mal Chess wieder ran. Ein APC steht da noch im Wald. Ja, ja. Da hat Kanbei zumindest schon mal eine super voll. Geh mal Sonja nach vorne. Na, da sind die letzten zwei Ozium. Ich werde es trotzdem erstmal meine ganzen Einheiten reparieren lassen. Die meisten von ihren Einheiten stehen eh noch oben, wenn ich das richtig sehe. Genau darauf habe ich gehofft. So, dann ziehen wir jetzt auch mal ein bisschen in die Wälder rein. Hm? Das bringt nicht wirklich viel.
Na, dann lassen wir unseren Meister-Samurai mal wieder ran. Wer braucht Neo-Tanks, wenn man Kanbais Medium-Tanks hat? Wie viele Einheiten haben sie eigentlich noch? Fünf. Das ist nicht mehr viel. So. Von den vier Einheiten, die er hat, ist eine diese Ozium-Einheit. Einen Medium-Tank, da unten noch eine Infanterie-Einheit. Und irgendeine, die da hinten noch rumsteht, was höchstwahrscheinlich ein APC ist. Aber lassen wir uns überraschen. So. Er nimmt mir jetzt meine Flak-Einheit weg mit dem Ozium. Wegen dem Dual Strike. Den habe ich jetzt komplett außer Acht gelassen. Oh, ja gut, es sei denn, er haut mir natürlich vorher so weg.
Da waren es auf jeden Fall nur noch 3 Einheiten. Naja, die APC-Einheit ist die letzte. Ja, dann... sind sie schon wehrlos. Weil sie nur noch diese eine Mecheinheit hier haben. Die sich wehren kann. So. Wie viel kann ich dem Ding jetzt nicht abziehen? 25 plus 11. Das reicht. Waren die Fernwaffen von Kanbei. Halt so noch kaputt. Sogar ein S-Rang mit voller Punktzahl. Und extra Punkten für ein paar Ozium-Einheiten. Und wir haben schon wieder 5000 Punkte.